Hallo Thomas! Hi. Ich habe ein Handyvideo. Ich bin gerade im Facebook. Schön für dich. Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben wieder unsere alte Elektrokohle aufleben gelassen. Dazwischen klemmt sie. Man sieht es auch ein bisschen glühen. Und mal. Lass mal glühen. Oh, ja, jetzt glüht sie ein bisschen mehr, ja. Okay. Womit haben wir das wieder befeuert? Diesmal nicht mit unserem alten Trafo, nein. Das Kabel darf was anderes, nämlich hier mit diesem hübschen Gerät. 29,8 Volt und 2,1 Ampere laufen gerade drüber. Kann man alles sauber einstellen. Das Rauschen kommt übrigens auch von diesem Gerät, das ist nämlich ziemlich gut durchlüftet. Und wie man sieht, kann man damit wunderbar rauchen. Echt gut. Und Ringe machen. Ja. Ein bisschen Banane-Erdbeer-Geschmack und eine selbstgebastelte Elektrokohle und schon ist die Shisha fertig. Da muss man sonst nichts anmachen, nur das Gerät anschalten. Ohrpox anziehen. Interessant ist auch, wenn man zieht und sich dadurch die Temperatur etwas ändert, ändert sich auch die Spannung und der Strom. Ja. Das wackelt ab und zu ein bisschen. Momentan ist es nämlich auf die Stromstärke begrenzt und dann passt sich natürlich die Voltzahl immer selbst an. Liegt ja daran, dass das rote Lämpchen gerade leuchtet. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß.